Du hast Angst, dass mit deinem Konto irgendwas nicht stimmt und du weißt nicht, was zu tun ist? Wir helfen dir. Zum Beispiel könnte es passieren, dass du plötzlich Zahlungen bei deiner Bank findest, die im PlayStation Store abgewickelt, aber nicht von dir getätigt wurden. Dann solltest du natürlich erst einmal prüfen, ob es sich dabei vielleicht um ein Abonnement, wie zum Beispiel PlayStation Plus, handelt. Dafür checkst du am besten bei deinem PlayStation-Profil den Transaktionsverlauf. Am besten machst du das auf der offiziellen PlayStation-Seite. Dort meldest du dich mit deinen PSN-Login-Daten an und bekommst auf dieser und jener Seite dann genau aufgeschlüsselt, wann und zu welchem Zweck welche Beträge von deinem Konto aus getätigt wurden. Wenn du dir dann sicher bist, dass weder du noch ein anderes Familienmitglied an der Konsole die Transaktion ausgeführt haben, solltest du erst einmal das Passwort bei deinem Mail-Anbieter und bei deinem PlayStation-Profil selbst austauschen. Mit dem Ändern des Passwortes gehst du sicher, dass so etwas nicht noch einmal passieren kann. Wenn das alles nichts geholfen hat oder du einen der Schritte nicht ausführen kannst, wendest du dich am besten direkt an den Support. Den Link dafür haben wir in der Beschreibung verlinkt. Ähnliches gilt auch für den Fall, dass deine PlayStation gestohlen wurde. Auch hier solltest du deine Passwörter direkt ändern. Außerdem solltest du deine Zahlungsmethoden vom Profil entfernen. Dafür gehst du ebenfalls wieder auf der offiziellen PlayStation-Webseite auf dein Profil, nachdem du dich mit deinen PSN-Login-Daten angemeldet hast, und dann auf Zahlungsmethode. Dort kannst du alle Zahlungsmethoden einzeln auswählen und entfernen. Damit seid ihr schon mal auf der sicheren Seite, dass mit eurer PlayStation zumindest kein weiterer Schaden angerichtet wird. Solltet ihr noch weitere Fragen haben, könnt ihr diese gerne in den Kommentaren dalassen oder direkt an den Support stellen. Den haben wir, wie bereits gesagt, in der Beschreibung verlinkt. Wenn ihr zu weiteren Themen dieser Art Fragen habt, schaut doch einmal in die Playlist rein, die wir euch hier verlinkt haben. Dort findet ihr alle Videos zu allen möglichen Fragen, die ihr noch habt.